Einmal müssen sie noch ran, dann geht es in die verdiente Winterpause. Am Sonntag trifft Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 auf Hertha BSC. Und auch in Berlin soll wieder gepunktet werden. Das hofft auch der Top-Torschütze der Mainzer. Auf ein Wort mit Yunus Malli. Eine Hinrunde fand ich? Ja, ganz gut. Ich denke, ja, dass ich über weite Strecken meine Leistungen abliefern konnte und insgesamt mit der Mannschaft war es auch erfolgreich. Wir haben 24 Punkte und ich hoffe, dass am Sonntag noch einige dazukommen nochmal. Weihnachten bedeutet für mich? Nicht so viel, weil wir das nicht feiern als Muslime. Aber wie gesagt, für meine Teamkollegen und für den Rest wünsche ich natürlich schöne Feiertage. Das heißt, am 24. Dezember werde ich in Dubai sein. Und was machen? Urlaub mit meiner Frau. Das heißt, das wäre doch die nächste Frage. Ich verbringe die fußballfreie Zeit mit? Ja, werde ich mit meiner Frau und meiner Familie verbringen. Wie gesagt, wir sind erstmal im Urlaub und danach bin ich noch ein paar Tage in Kassel bei meiner Familie und ja, so werde ich meinen Urlaub verbringen. Bei meinen Einwechslungen für die türkische Nationalmannschaft habe ich gedacht? Ja, dass es ein schönes Gefühl ist, dass ich jetzt reinkomme und der Mannschaft nochmal helfe und meine ersten Schritte in der türkischen Nationalmannschaft somit mache. Die türkische EM-Gruppe mit Kroatien, Spanien und Tschechien finde ich anspruchsvoll auf jeden Fall. Ist eine schwierige Gruppe, aber das war zu erwarten, wenn man im Lostop 4 ist, dass dann einige hochkarätige Gegner kommen. Aber im Fußball ist natürlich alles möglich. Wir werden uns gut vorbereiten und dann eine gute Rolle spielen. Und abschließend zum nächsten Sonntag. Hertha BSC ist gut drauf momentan, aber es kommen die Mainzer am Sonntag und wenn wir so die Spiele angehen, die Auswärtsspiele so konzentriert und mit dieser Effizienz, dann bin ich ja, positiv gestimmt, dass wir da auch was mitnehmen. Alles klar, danke Yunus Malli. Das war's vom Bruchweg. Wir sehen uns nach der Winterpause wieder. Tschüss! Tschüss!